Hallo und herzlich willkommen zu Folge 242 meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 19. August 2024. Heute habe ich zwei bekannte Sachen an. Ich trage beides zum dritten Mal im Video, aber zum ersten Mal in dieser Kombination. Und das mit der Kombination war auch so ein bisschen eine Überraschung. Also manchmal, wenn ich was stricke oder häkel, dann habe ich schon den Hintergedanken, ah, das passt gut dazu. Oder manchmal mache ich auch gezielt etwas, damit es irgendwo zu passt. Aber manchmal ist es auch so, dass ich zwei Sachen völlig unabhängig voneinander mache. Und dann hatte ich letztens das Top angezogen und hatte geguckt bei meinen Tüchern, was könnte dazu passen. Und war dann total überrascht, dass dieses Tuch super dazu passt. Und dann hatte ich das hier bei der Arbeit zusammen an. Und als dann auch meine Schwester meinte, das sei ja so eine tolle Kombi, die sollte ich auch mal im Video anziehen, da habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch mal. Genau, und das Tuch, was ich hier habe, das ist das erste Projekt, was ich aus einem Knäuel von 100 Farbspiele gestrickt habe. 100 Farbspiele ist ja eine Firma in Norddeutschland, die diese Farbverläufe kreieren und meiner Meinung nach war sie die erste, zumindest in Deutschland, die diese Technik entwickelt hat, dass man mehrfädiges Garn nimmt und dann immer nur bei einem Faden die Farbe ändert. Und dann werden diese dünnen Fäden aneinander geknotet und das ist eins der wenigen Ausnahmen, wo ich Knoten in meinem Strick- oder Häkelzeug erlaube und drin lasse. Die sind auch in der Regel sehr klein und bei 100 Farbspiele hat man auch definitiv jedes Mal lange Enden an den Knoten, sodass man die gut mit einstricken kann, damit da auch nichts passiert. Genau, und ich hatte damals mit der Besitzerin telefoniert, mit der Färberin, mit der Überlegung, die Wolle hier in meinem Laden zu verkaufen. Und dann hat sie mir nach dem Gespräch aus ihrem Gefühl heraus diese Farbe ausgesucht und ich finde, sie hat es perfekt getroffen. Und dann habe ich das gestrickt und habe dann bei ihr auch Wolle bestellt. Dieses Garn war ein fünffädiges Garn, das heißt, man hat fünf Fäden, mit denen man rumspielen kann oder mit denen sie rumspielen konnte beim Farbverlauf kreieren. Verkauft habe ich eigentlich immer die vierfädige Wolle. Ich habe aus der sechsfädigen habe ich mir mal ein Kleid gehäkelt, von rosa bis dunkelrot. Und ich habe einen Knäuel in dreifädig. Ich wollte alles mal ausprobieren und da plane ich ein Martina Behm-Tuch. Das plane ich aber auch schon ganz viele Jahre. Mal gucken, wann das was wird. Ja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Tuch gestrickt. Die Anleitung heißt Afternoon Tea und ist auf knitty.com erschienen. Das ist ja diese Online-Strickzeitschrift, wo alle Anleitungen kostenlos sind und man kann alle alten Anleitungen auch immer noch drauf zugreifen. Und ich glaube, das Einzige, ich habe zwei Sachen geändert. Das eine ist, dass ich es etwas länger gestrickt habe, als die Anleitung vorgibt, weil ich eben den Farbverlauf möglichst bis zum Ende stricken wollte. Und ich glaube, dass die Picots beim Abketten waren, glaube ich, in der Anleitung drin. Aber was ich geändert habe, ist, dass ich Perlchen unten reingestrickt habe. Und es kann auch sein, dass ich mehr Picots gestrickt habe, als in der Anleitung stehen, weil ich nämlich gezählt habe, wie viele Perlen ich habe und dann geguckt habe, wie viele Picots ich sozusagen machen kann, um genug Perlen zu haben. Die Perlen sind mal wieder sehr unauffällig, ohne Kontrast, aber es glitzert ein kleines bisschen, es gibt dem Tuch ein klitzekleines bisschen mehr Gewicht am Rand. Und ja, ich bin super zufrieden mit dem Tuch und mit der Anleitung und der Wolle und den Farben. Ja, und jetzt sieht man, dass die Farben einfach sehr, sehr schön zusammenpassen. Das Top ist auch wieder eine Anleitung von Nicola Susen, heißt Lechfall. Und ich habe die Linello von Langjans benutzt. Die hatte ich mir in meinem Urlaub gekauft. Und das Schöne an dieser Anleitung ist, dass es eine von den vielen Maximum-Freiheit-Anleitungen von Nicola, wo man einfach hinten im Nacken anfängt, egal mit welcher Wolle, egal mit welcher Nadel. Und dann strickt man so lange, bis eine Kante im Verhältnis zu den eigenen Körpermassen so und so ist. Steht genau in der Anleitung drin und dann schlägt man Maschen für vorne an, beziehungsweise die Ärmel, das wird alles in einem gestrickt. Und im Moment strickt eine Freundin von mir das Top und ich war ganz überrascht, als sie plötzlich am Ärmelstricken war. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Also das Original hat tatsächlich so kurze Ärmel. Ich glaube, meine Freundin will lange stricken, aber genau weiß ich es nicht. Ich habe damals einfach gar keine Ärmel gestrickt, weil ich nicht so viel Wolle hatte und mir wichtiger war, dass es eine vernünftige Länge kriegt. Und es ist jetzt eine gute Länge geworden. Ich glaube, ich habe damals so ziemlich alles aufgestrickt. Ja, und das hat eben so eine ganz interessante eigene Konstruktion. Dadurch, dass die Ärmel in so einem Strukturmuster gestrickt sind, brauchte ich da auch kein Bündchen und konnte das einfach so abketten. Und auch hier vorne funktioniert das ganz gut ohne Bündchen, obwohl ich ja sonst eigentlich gern so Bündchen-Typ bin. Ich weiß gar nicht, ob das Bündchen auch in der Anleitung war oder ob ich das dazu gemacht habe.
Auf jeden Fall bin ich relativ sicher, dass es das gleiche Muster ist wie auf den Ärmeln, so dass sich das dann nochmal wiederholt. Und ja, also super schönes Top, wieder eine super Anleitung von Nicolor. Und jetzt habe ich auch mit diesem Tuch und dem Top eine sehr, sehr schöne Kombi, die ich bestimmt noch häufiger so tragen werde. Ups, gucken, dass schön alles fällt. Ja, also, so viel zu dem, was ich heute anhab. Dann zu meinen fertigen Projekten. Und ich habe, also von den Projekten, die ihr kennt, ist eins fertig geworden. Und dann habe ich noch ein ganz klassisches Zwischendurch-Störprojekt, wie meine Freundin Heike gerne sagt. Und dann habe ich noch was ganz mini-kleines gemacht. Das hat noch nicht mal eine Projektseite, das wollte ich einfach nur aus Spaß zeigen. Aber ich gehe wieder nach dem Alter der Projekte vor. Meine Regenwald-Stino-Socken für meinen Neffen sind fertig. Da war ja nicht mehr so viel zu machen und das lässt sich ja super gut, ließ sich ja super gut so nebenbei stricken. Ich habe ohne Bündchen einfach direkt angefangen, glatt recht zu stricken. Ich habe eine ganz schlichte Ferse mit verkürzten Reihen gemacht. Ich glaube, die Fischlips-Kiss-Ferse und meine übliche Sternspitze. Ganz schlicht und einfach. Und die Socken sind jetzt fertig. Das nächste Mal, wenn mir mein Neffe über den Weg läuft, bekommt er die und hat ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Dann das Zwischendurchstörprojekt. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen und ich zeige euch nochmal was ganz Altes, was ich, glaube ich, noch nie im Video gezeigt habe. Ich bin auch relativ sicher, dass das keine Projektseite hat und nichts. Da habe ich Filzwolle genommen. Das ist die Wolle, unbehandelte Wolle, die man strickt, also in groß strickt und dann in die Waschmaschine schmeißt, dass es filzt und kleiner wird. Und damals haben wir ganz viele Hausschuhe in der Art gestrickt und dann hatte ich verschiedenste Wollreste und dann hatte ich eine Anleitung gesehen für so ein langes, längliches Ding, eigentlich als Regenschirmtasche. Das heißt, man kann natürlich den trockenen Regenschirm da drin mit sich rumtragen, aber das Interessante ist, wenn man den Regenschirm benutzt hat und er noch nass ist und man will den aber wieder einpacken, weil man entweder in den Bus steigt oder irgendwo unterwegs ist, keine Ahnung, dann kann man den ausschütteln, zumachen und dann den Schirm hier reinstecken. Und durch die Filzwolle bleibt die Feuchtigkeit sozusagen in der Wolle und geht nicht in diese, an die Sachen, die man sonst in der Tasche hat. Und das fand ich ganz witzig, dann habe ich das gemacht, habe da so eine Kette durchgezogen aus Spaß. Und dann habe ich das manchmal auch für den Regenschirm benutzt, aber die meiste Zeit habe ich eigentlich eine Trinkflasche da drin transportiert. Also egal, ob ich jetzt eine Flasche für Tee oder einfach nur eine Wasserflasche hatte, die habe ich da auch ganz oft reingetan und dann habe ich das lange Zeit dafür benutzt. Und in letzter Zeit habe ich das immer wieder benutzt, wenn ich solche Gläser mit mir rumgetragen habe. Das ist ein leeres Gurkenglas, was ich mal gekauft habe und als die Gurken alle waren, habe ich das so, die benutze ich manchmal als Vorratsgläser, aber ich benutze die eben auch manchmal, wenn ich meine Haferflocken einweiche oder wenn ich eine Portion Suppe mit zur Arbeit nehme oder Nudeln mit Soße, was auch immer. Das ist so eine ganz nette Portionsgröße für mich. Und wenn ich dann da mein Essen drin habe, dann habe ich das oft hier reingepackt, einfach um das Glas ein bisschen zu schützen, um auch die Sachen in meiner Tasche vor der Wärme zu schützen und habe das so damit rumgetragen. Und das passt gerade so rein, ist natürlich ein ganzes Stück zu lang. Und ja, aber ne, ich habe das, also habe ich es benutzt. Und dann habe ich aber letztens hier gesessen. Und wahrscheinlich war ich gerade am Häkeln und dann habe ich mir gedacht, das Glas hat ja so eine viereckige Grundform. Passt doch hervorragend zu einem Granny Square. Und habe mir überlegt, ich könnte mir doch aus Baumwolle einfach nochmal so ein neues Cozy genau für dieses Glas machen. Gesagt, getan. Ich habe ein paar Catania-Reste rausgeholt, habe mit doppelten Faden angefangen, damit es zum einen schneller geht und zum anderen ein bisschen besser isoliert und schützt. Und habe dann ein Granny Square gehäkelt, was so ungefähr die Größe von dem Glas hat und dann habe ich weiter gehäkelt, ohne die Zunahmen zu machen. Also für ein Granny Square macht man ja in der Ecke immer Zunahmen, also eine neue Ecke rein und ich habe dann einfach in diese Ecke nur eine Gruppe reingehäkelt und habe dann einfach nur in ein Granny Square Muster ohne Zunahmen weiter gehäkelt. Habe dann immer mal einen Faden Farbe getauscht, das Weiß war ein Rest, das Hellblau habe ich, das Helltürkis habe ich ein ganzes Knäuel mir geleistet und das Dunkle waren auch zwei verschiedene Reste. Ja, und dann habe ich einfach in der Größe von meinem Glas und etwas höher, damit ich es oben zuziehen kann, habe ich mir jetzt ein Glas Cozy, ein Glas Wärmer oder Schützling gehäkelt. Dann habe ich aus den beiden Farben einfach so eine Kordel geknüpft, wie so zwei Luftmaschenketten, die ineinander gehen. Habe das hier durchgezogen. Das heißt, theoretisch könnte ich es jetzt auch am Handgelenk mit rumtragen, wenn ich das mal einzeln tragen wollte.
aber ich kann es eben so auch super in meine Tasche packen. Es ist nicht mehr ganz so viel, ganz so sehr zu groß hier oben. Es sitzt dicht, es isoliert natürlich nicht ganz so gut wie die Filzwolle, aber dafür sieht es hübsch aus und es ist mal was anderes. Wenn das eine dreckig wird, kann ich das andere benutzen und so weiter. Genau, also sehr schönes, einfaches Zwischendurch-Störprojekt, spontan angeschlagen und fertig gemacht. Und nun habe ich eine schöne Hülle für mein Glas. Genau, und das klitzekleine, die klitzekleine Kleinigkeit ist einfach eine kleine gehäkelte Erdbeere. Ich hatte eine Kundin hier, die ein Häkelbuch mitgebracht hat mit ganz vielen süßen Kleinigkeiten. Und da war diese Erdbeere drin. Und dann, meine Schwester war gerade da und fand die Erdbeere so süß. Und dann habe ich gesagt, gut, ich häkel dir eben eine Erdbeere. Das ist auch die Catania. Ja, schlicht und ergreifend. So viel zu den fertigen Projekten. Dann zu meinen Sachen in Arbeit. Und da habe ich ein paar Socken wieder ignoriert, nämlich die Surprise Sockalong Socken von Stephen West. Ist so ein bisschen vielleicht die Spannung raus, weil jeder jetzt weiß, wie sie aussehen. Und ich hatte einfach nicht die Kapazität, da mich an die Ferse bzw. an die Sohle ranzumachen. Egal, irgendwann wird sie fertig. Ich habe aber an den anderen beiden Paar Socken gestrickt. Und das sind ja beides Bonusmuster von der Sock Madness dieses Jahr. Und das ältere Paar sind die Two World Socken nach der Anleitung Three Worlds, die ich für meine Schwester stricke. Und da habe ich jetzt die Fersenwand und das Fersenkäppchen gestrickt. Das ist hier die Fersenwand mit so einem Hebemaschenmuster, also wie so eine verstärkte Fersenwand. Und dann ist hier unten das Käppchen, also diese verkürzten Reihen. Und dann habe ich auch rundum schon die Maschen rausgestrickt und die Muster angefangen. Also es gibt ja an der Seitenwand der Ferse gibt es ein Muster, das bildet dann nachher die komplette Sohle. Aber im Moment gibt es jetzt hier, wo das Käppchen war, noch ein eigenes Muster. Das sind die Zwickelmaschen, die dann abgenommen werden. Und dann hat man eben nur noch dieses eine Sohlenmuster. Und oben auf dem Fuß kommt jetzt irgendwann die zweite Hälfte von dem Fisch. Da freue ich mich schon drauf. Aber im Moment sind alle Maschen blau. Sieht man noch nicht viel, weil da noch der Baum gerade erst aufgehört hat. Und das wird jetzt ein ganzes Stück blau, bis dann endlich die zweite Fischhälfte kommt. Also diese Socke bekommt ja den Fischkörper und Schwanz. Die erste Socke hat den Fischkopf und eine Flosse. Ja, und dann bin ich auch irgendwann ganz froh, wenn die Socke fertig ist, weil ich ja jetzt also nach drei Charts und zwei davon im zweifarbigen Muster mit Spannfäden und eins mit diesen Leatherback-Jacquard-Maschen. Das ist ja immer relativ viel Konzentration. Und dann habe ich diese Mini 2,0er Nadeln, die ich ja auch nicht so gewöhnt bin, eigentlich als Feststricker. Naja, aber irgendwann werden die fertig. Und die anderen Socken, die ich nach einer Sock Madness Bonusanleitung stricke, sind die Bellflower Socken mit dieser schönen Regenwaldfarbe. Und da habe ich die erste Ferse jetzt fertig. Ich habe also, hier sieht man die Zwickelzunahmemaschen, die jetzt im Muster gestrickt sind. Auf der Seite sieht das Muster so aus. Und ich habe mich da verstrickt, nachdem ich nämlich die Socken eine Zeit lang nicht angefasst hatte, habe ich prompt die beiden Charts für die beiden Strickschriften für die Zwickelzunahmen vertauscht, hatte dann das Muster, habe mich da ein bisschen gewundert, weil es komisch aussah. Ich hatte dann aber keine Lust, drei oder vier ganze Runden aufzumachen und habe dann eine falsche Musterreihe stehen gelassen und habe ab der nächsten dann das richtig gemacht. Ich gehe davon aus, dass meine Freundin da nicht groß meckern wird. Dann habe ich dieses Fersenkäppchen hier unten zweimal gestrickt, weil ich beim ersten Mal die Strickschrift nicht richtig gelesen habe und mich dann gewundert habe, dass die Maschenzahl oben so komisch war. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, also habe ich das wieder aufgeribbelt, weil das ging nicht zu reparieren, habe es nochmal gestrickt, habe dann die Fersenwand gestrickt. Da sind ganz viele kleine Mini-Zöpfchen drin, die man so gut wie nicht sieht, die aber der Fersenwand einen ganz schönen Halt geben. Und das finde ich ganz nett, also ich kann mir gut vorstellen, dass das schön hält, wenn man das im Schuh anzieht und dann hinten der Schuh drückt. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Genau, jetzt ziehe ich nochmal die Socke um 45 Grad verdreht auf und dass man das Muster ein bisschen schöner sieht. Na. So, genau, und das sind eben diese Blumen, Bellflowers. Hier ist eine Blüte, da ist eine Blüte und da fängt jetzt schon die dritte Blüte an.
Ja, aber wie gesagt, jetzt kann ich erstmal, lasse ich es einen Moment liegen, bis meine Freundin aus ihrem Urlaub zurück ist. Und wenn sie es anprobiert hat und für gut befunden hat, wenn es ihrem Fuß passt, dann stricke ich weiter und stricke den Schaft nach oben. Ja, das war es dann schon zu Socken, aber das nächste Sockenwollprojekt, Klein und auf Nadelspiel bzw. Crazy Trio, ist der kleine Geheimniswichtel, der im Moment läuft, Natty von Sarah Shearer. Das ist der erste kostenlose Geheimniswichtel. Falls ihr noch mitmachen wollt, könnt ihr auf ihrer Website oder über ihre Ravelry-Seite da euch den Link holen und dann auf Bookmarkt, wenn ihr euch da anmeldet, euch die Hinweise runterladen. Und letztes Mal hatte ich euch den Hinweis 1, das war die Mütze, gezeigt, und Hinweis 2 ist jetzt ein Teil des Körpers, halber Körper, vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger, keine Ahnung, aber da der jetzt schlicht gestrickt wurde, ohne großes Muster, habe ich mich jetzt doch für die bunte Wolle entschieden, für diesen bunten Wollrest, und soweit konnte ich jetzt stricken, und jetzt müssen wir auf den nächsten Hinweis warten. Der kommt, glaube ich, morgen. Und diesmal weiß ich ja auch Bescheid, dass ich nicht auf eine E-Mail warte, sondern aktiv hingehe und mir die Anleitung runterlade. Und dann bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Vermute mal, dass wir jetzt den Körper fertig stricken und dass dann nächste Woche vielleicht die ganzen kleinen Sachen wie Arme, Bart, Nase und sowas kommt. Aber das ist nur eine Vermutung und kann ja auch sein, dass sie noch ein paar Überraschungen mit eingebaut hat. Ich bin sehr gespannt. Ja, und dann habe ich noch als nächstes kleineres Sockenwollprojekt den Loop, den ich im Rahmen der Musterschlacht stricke, aus dieser wunderschönen Opal-Abo-Farbe. Und ich stricke den Slippery Cowl von Tilly B. Knits, müsste das sein, aus dem Buch Knit Happy with Self-Striping Yarn. Und da hatte ich ja mit dem Mittelstück angefangen, mit dem Hebemaschenmuster, und Hebemaschen auf Englisch sind Slipped Stitches, und ich denke, dass es deshalb Slippery Cowl ist. Glaub nicht, dass es irgendwie glatt ist, sondern dass es an den Slipped Stitches liegt. Dann kam das erste Seitenteil, und ich habe jetzt an dem zweiten Seitenteil, ich glaube, gut ein Drittel geschafft. Und ja, da geht es jetzt einfach fröhlich weiter und ist jetzt nichts super Spannendes, aber man hat immer ein bisschen was zu tun. Es ist interessanter als nur einfach glatt rechts. Und dann ist es auch immer wieder spannend zu gucken, wie jetzt gerade die Farben rauskommen, ob die Hebemasche eine Kontrastfarbe hat oder die gleiche Farbe hat. Ist immer mal wieder ein bisschen anders. Also das strickt sich ganz gut so vor sich hin. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Das nächste Abo-Päckchen kommt erst im September, sodass ich noch den ganzen August und eventuell Teil des Septembers Zeit habe. Und da sehe ich eigentlich im Moment ganz gute Chancen, dass ich das fertig kriege, bevor das nächste Abo-Päckchen kommt. So, dann kommen wir jetzt zu den Klamotten. Und da war ich in der letzten Woche nicht ganz so gut an allem zu stricken. Ich habe nicht an meinem wunderschönen bunten Lanatus-Pullover weitergestrickt. Ich habe auch nicht an dem Wiener Hopp, noch eine Nicolor-Anleitung, weitergestrickt. Und den Rock habe ich auch nicht angefasst. Aber ich habe ja noch zwei andere Kleidungsstücke, und das eine ist auch eine Nicolor-Anleitung. Das ist das Mama-Key-Kleid von Nicolor. Da habe ich tatsächlich ein bisschen weiter gestrickt. Das ist wie immer nicht wirklich gut zu sehen, aber ich denke, dass Vorder- und Rückteil jetzt ein bisschen länger sind schon als die Ärmel. Also da sieht man das so ein bisschen, dass sich was tut. Und wobei das, glaube ich, auch unterschiedlich hängt, ob ich jetzt an dieser Linie gucke oder an dieser Linie gucke. Aber es ist gewachsen. Ich verspreche, ich habe daran gearbeitet und mehr als 4 rein. Und meine Krone sieht im Moment so aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie die am Anfang aussah. Sie war natürlich deutlich dicker. Und jetzt wird das hier immer dünner. Ich finde es aber super, super schwer abzuschätzen, wie viel das jetzt noch ist, wie weit das reicht. Ich habe dummerweise das Ding nicht am Anfang gewogen, deshalb weiß ich nicht, wie viel die Pappe wiegt. Deshalb ist das jetzt alles so ein bisschen so ein Ratespiel. Aber ich denke, ich kann noch eine ganze Weile so gerade ausstricken, beziehungsweise mit der leichten A-Linie, bevor ich dann irgendwann das Bündchen stricken will. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt, falls ich zu weit stricke und dann nicht mehr genug Wolle für ein gutes Bündchen habe, entweder mache ich nur ein klitzekleines Bündchen, oder aber ich könnte auch rundum jede zweite Masche fallen lassen, ein paar rein, und dann andersrum wieder hoch häkeln, dass ich dann sozusagen nachträglich ein Rippenmuster reinbaue. Das ginge auch noch. Aber ganz ohne Bündchen möchte ich eben nicht, weil ich Rollkanten nicht so gerne mag. Ja, aber
Ich schätze, ich kann erst noch ein ganzes Stück stricken, bevor ich mir da ernsthaft Gedanken drüber machen muss. Und das andere Kleidungsstück, was ich in Arbeit habe, ist mein schwarzes Sommerjäckchen, was ich angefangen habe vor ein paar Wochen aus der Catania. Schwarze Projekte sollte man ja möglichst im Sommer stricken, wenn man viel und gutes Tageslicht hat. Da bin ich jetzt so weit gekommen, dass ich die ersten zwei Musterwiederholungen fertig gestrickt habe und habe dann an diesem Punkt rechts und links Maschen angeschlagen für die Ärmel. Und ich habe weder einen Mustersatz angeschlagen, wie es in der Anleitung steht, noch zwei Mustersätze, wie ich das bei der weißen Jacke gemacht habe, sondern wie geplant habe ich anderthalb Mustersätze angeschlagen und habe jetzt etwas mehr als ein halbes Muster in der Höhe gestrickt. Genau, also hier geht ja die Raute so auseinander und hier geht es jetzt schon wieder, fängt es an zusammenzugehen. Und ich werde auf jeden Fall anderthalb Muster Minimum stricken. Danach werde ich es mir ganz genau angucken, ob es wirklich weit genug ist als Ärmel. Und ansonsten müsste ich halt zwei Mustersätze stricken. Aber ich hoffe sehr, dass anderthalb reichen, weil ich dann auch denke, dass es von der Gesamtlänge gut reicht für mich. Und außerdem, weil ich dann schneller vorankomme. Genau, im Moment sieht das Ganze noch sehr dreidimensional aus. Ich weiß von der anderen Jacke, dass nach dem Waschen und Spannen das dann alles ein bisschen glatter wird. Und ich werde es auf jeden Fall spannen, weil Baumwolle ja doch die Eigenschaft hat, sonst sich auszuhängen. Und ich möchte lieber, dass es von vornherein schon die Größe hat, die es erreichen kann. Und dann weiß ich, dass sich nicht mehr sehr viel verändert durchs Tragen. Ja, das ist das. Dann kommen wir zu den Tüchern. Und die beiden Tücher, die ich in Arbeit habe, sind ja beides Mystery, Geheimnis-Miteinander-Stricken-Tücher. Und das ältere davon ist das Bloom. Das ist ja schon so lange fertig, dass es eigentlich kein Geheimnis mehr ist. Außer, dass ich es mir immer noch nicht angeguckt habe. Aber ich habe jetzt endlich den ersten Hinweis fertig. Das heißt, der erste Hinweis war ja ständig eine Wiederholung von diesem Zickzack- oder Zackmuster oder wie auch immer. Und eine Kante wurde gerade gestrickt und die andere wurde stetig zugenommen, sodass ein Dreieck entsteht. Es gab immer am unteren Ende dieser Spitze ein kleines Perlchen. Mehr Perlen waren es nicht. Und jetzt habe ich die ersten paar Reihen von dem zweiten Hinweis gestrickt. Muss mal gucken. Ja, wenn ich das so halte, sieht man es, glaube ich, ganz gut. Also bei dem ersten Hinweis waren das immer nur diese Pfeile. Und jetzt habe ich hier wie so ein kleines Blümchen. Und dieses Pfeilmuster geht aber trotzdem weiter. Aber es gibt eben jetzt mehr Löcher als vorher. Und es wird ab der nächsten Reihe auch mehr Perlen geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das Perlchen entspricht ja noch genau diesem Perlchen. Aber wie gesagt, ab der nächsten Reihe gibt es dann mehr Perlen. Und ich bin schon super gespannt, das weiter zu stricken und mal sehen, wie viel ich euch davon dann nächste Woche zeigen kann. Ja, und das andere Tuch, das ist ja ein Mystery Knit Along, der im Moment noch läuft. Und theoretisch haben wir jetzt den letzten Hinweis bekommen, haben aber in dem Hinweis auch gesagt bekommen, dass wir nächsten Monat dann noch irgendwelche kleine Abschlussarbeiten-Informationen kriegen. Also das war ein bisschen... Also auf einer Seite fand ich es spannend, wie es jetzt weitergeht, aber ich fand es auch ein klitzekleines bisschen enttäuschend, dass man es jetzt immer noch nicht fertig machen kann, weil man eben auf diese Abschlussarbeiten nächsten Monat warten muss. Aber erstmal zu dem, was ich habe. Ich fange mal jetzt mit Teil Hinweis 3 an. Den hatte ich letzte Woche noch nicht ganz fertig gehabt. Da habe ich jetzt den blauen Streifen fertig gemacht und die Maschen abgekettet. Und so sieht das fertig aus. Finde ich super schön. Und jetzt gehe ich rückwärts. Hinweis 2 und dann hatten wir ja an Hinweis 1 noch die Maschen stehen auf dieser Seite und ich war ja ziemlich sicher gewesen, dass es damit weitergeht, aber wie ihr seht, die Maschen sind immer noch stillgelegt, Pustekuchen. Es ging am komplett anderen Ende vom letzten Hinweis weiter. Also hier hatten wir den Hinweis 3 aufgehört und an diesem Ende ging es jetzt weiter. Das heißt, dass die Stola sehr, sehr, sehr lang wird, vor allem wenn man so locker strickt wie ich. Da ich dummerweise sehr klein bin, wird das jetzt also für mich eine sehr, sehr, sehr lange Stola. Aber macht nichts, muss ich halt einfach ein paar Mal drum wickeln. So, und jetzt, falls jemand den Hinweis 4 nicht sehen will, muss er jetzt weggucken. Das ist das, was ich schon habe. Ist nicht wahnsinnig viel. Von der Formgebung wird es ähnlich wie Hinweis 3. Hier sieht man schon den Beginn der verkürzten Reihen. Aber jetzt hat man eben diese Farbverteilung, dieses Muster und es wird wieder 5 Teile geben, aber die Farbverteilung
wird ganz anders sein. Also das ist das erste Fünftel, dann beim zweiten wird eine der Farben geändert. Bei Hinweis 3 ändern sich beide Farben und bei 4 und 5 wiederholen sich 1 und 2. Also das ist diesmal eine ganz andere Aufteilung. Macht auch Spaß zu stricken, ist auch nicht wirklich viel komplizierter, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, was man da machen muss. Und ich bin schon super gespannt, wenn das fertig ist. Aber ich bin natürlich noch viel gespannter, wenn man dann endlich die Abschlussarbeiten kriegt und weiß, was mit diesen Maschen passiert. Also wenn das nur noch Abschlussarbeiten sind, kann das ja nichts mehr super Großes werden. Ich zeige übrigens nichts mehr. Keine Ahnung, ob die einfach nur abgekettet werden oder ob da noch irgendein Trick passiert oder... Super gespannt. Es bleibt aufregend, es ist auf jeden Fall ein sehr geheimnisvolles Geheimnis miteinander stricken. So, und dann habe ich meine Decke wieder dabei. Also da bin ich momentan sehr glücklich, dass ich an meiner Alle Projekte Memory Blanket Erinnerungsdecke doch jede Woche ein bisschen was mache. Da hatte ich ja letzte Woche zuletzt die beiden Regenwaldfarben gezeigt. Und jetzt habe ich nochmal zwei Black Dragon Farben, aus denen ich letztes Jahr Socken für die Kinder meiner Cousinen gestrickt habe. Das waren ja hier unten auch die Socken für die Kinder. Da habe ich zwei Quadrate noch dazu gestrickt, sodass jetzt die Black Dragon Quadrate auch relativ zusammenhängen. Und dann habe ich diese Farbe dran gestrickt. Das war eine Abo-Farbe und die war auch in der Musterschlacht. Und da hatte ich für die Musterschlacht ein paar... Armstülpen bzw. fingerlose Handschuhe, weiß ich nicht mal ganz genau, ich glaube, es waren Armstülpen gestrickt. Ach genau, da hatte ich, glaube ich, die unterschiedlich farbigen Perlchen. Die eine Hand hat die Farbe Perlen und die andere Hand die Farbe. Und da habe ich jetzt rausgekriegt oder gesehen, dass die Farbe tatsächlich in eine Kollektion gekommen ist. Und zwar heißt die Kollektion Lieblingsplatz und kommt im Oktober raus. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf und falls euch die Farbe gefallen hat, entweder bei den Handschuhen oder hier bei dem Quadrat, dann könnt ihr die im Oktober in der Serie Lieblingsplatz euch besorgen. Ja, und das bringt mich zu dem letzten Projekt. Das ist das aktuelle Crochet-Along, nicht Knit-Along, also miteinander häkeln, wo wir Spiral-Granny-Squares häkeln. Und da hatte ich ja dieses bunte Wollreste-Quadrat angefangen. In der Mitte waren 10 Gramm Knäulchen und danach habe ich aber jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Reste reingehäkelt und im Moment bin ich an diesem blauen Rest, auch aus der Regenwald-Serie, aus der ich damals Socken für meinen Mann gestrickt habe. Und das ist auch so ein wunderschönes Nebenbei-Projekt. Noch ist es auch nicht zu groß. Ich habe noch 2 Reste, die ich mir schon vorbereitet habe. Aber ich bin relativ sicher, dass das nicht reichen wird. Also da kann ich mir noch ein paar Reste aus meiner Kiste zusammensuchen, die farblich so hier reinpassen und dann was richtig ganz, ganz Buntes häkeln. Und ja, also da habe ich sowohl am Machen viel Spaß, freue mich aber auch schon auf das fertige Teil. Das ist sehr lustig. Ja, das war alles, was ich in der letzten Woche gestrickt und gehäkelt habe. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!